Willkommen zurück zu Pokémon Shooters Gale. Wir wollen jetzt weitermachen, habe ich gehört. Wollen wir? Ja, wollen wir. Und zwar direkt mit einem Doppelkampf der Extraklasse. Denn wie ich schon im letzten Part angedeutet habe, geht der länger als mir lieb ist, um mir noch in den vorherigen Part reinquetschen zu wollen. Denn sie haben nur 5 Pokémon, das geht ja fast. Nein, nein, also den haue ich jetzt lieber hier rein. Da passt das schon. Jetzt kann ich nämlich ohne Probleme machen und mir Zeit lassen. Jetzt überlege ich schon, wie rum ich angreifen möchte. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich will natürlich jetzt möglichst viel Startschaden reinknüppeln. Das sieht zum Beispiel schon nach einer guten Sache aus, ja? Rein subjektiv betrachtet, glaube ich, war das jetzt schon ein Erfolg. Da wäre der Donnerblitz jetzt natürlich, der Donner natürlich wesentlich besser angekommen. Aber jetzt grillen wir eben eine Ratte damit, vielleicht in der nächsten Runde. Ja, super. Was soll man dazu sagen? Also jetzt... Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt vorbereitenderweise schon mein Team ein bisschen anders aufgestellt. Ursprünglich hatte ich ganz andere bei Pokémon vorne und das war nicht so schön. Das hat mir mein... Oh! Ja. Aber damit dauert es dann auch natürlich dementsprechend hier, wenn man sowas sehen darf. Wer? Achso, ich hatte Donner. Ich habe gerade irgendwie gedacht, wir setzen jetzt vom Gegner Donner ein. Ich habe gedacht, oh Gott. Ja, bestimmt setzen davon irgendwer Donner ein. Ich bin mir sehr sicher. Würde nicht sogar ein Donnerblitz reichen? Nein, ich riskiere hier mal nichts. Und dein Protect geht daneben, was mich sehr freut. Twister trifft beide auf dem Fell. Das ist jetzt natürlich so schlimm. Yeah. Da freut sich Schildi so sehr, dass er glatt irgendwas frisst und vergiftet wird, was hier gerade in der Höhle liegt. Ja, also man muss ja bedenken, dass hier ist eine Unterwasserhöhle und da gibt es sehr viele giftige Pflanzen und Schildi hat gerade eine gegessen. Ja, nur das ist der einzige Grund. Oh, eins haben wir noch. Das geht ja erstaunlich. Wow, Schock bei 51, das geht doch erstaunlich schnell. Ich finde das schön. Und zum Abschluss setzt er mir natürlich nochmal eine Nervensäge vor. Damit wir das hinauszögern, das Ende. Ist das nicht sogar ein Bodentyp, dass man Elektroattacken nicht bringen? Das ist ja eklig. Wollen wir mal einen Rock Smash stattdessen probieren? Ja, das war. Es ist ja klasse. Ich glaube, da wechsle ich jetzt meine beiden Pokémon komplett aus. Nö, das bringt ja nichts. Ich glaube sogar, das hat H2O Absorber, das Pokémon. Ich will es nicht riskieren, deswegen wechsle ich beide aus. Auf Hairspray und Chiyoko. Das andere darf auch noch rausgewechselt werden, ja. Chiyoko. Eine komplette Teamauswechslung nur für ein Pokémon, das muss man sich mal reinziehen, aber ich habe ja sonst nichts Gutes. Ihr beide solltet da wesentlich besser mit klarkommen. Ach du meine Güte, gerade wegen sowas will ich das hier nicht riskieren, unnötig. Fly, ja, das ist natürlich die Frage, wenn ich Fly einsetze, dann kannst du jetzt immer Recover machen. Wir machen das mal. Und Level 48 sehe ich gerade. Warum muss das letzte Pokémon oder so ein hohes Level haben? Was ist denn das? Spit-Up, was ist denn das für eine Attacke? Die kenne ich jetzt auch noch nicht direkt. Weiß ich jetzt nicht. Na, um weiter drauf. Oh, es müsste Fliegen ausreichen. Jetzt müsste Fliegen eigentlich reichen. Komm, Fliegen, 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 Fliegen. Na, das hat doch perfekt geklappt, oder? Wunderbar. Das war perfekt aufgegangen. Ja, so fängt es doch schön an mit dem Part. Und wir haben einen. Ja, das möchte ich mir jetzt auch nicht antun. In dem Pokémon-Navigator haben die, glaube ich, kein Gegengift irgendwie bei. Könnte mich aber auch täuschen. Nein, nein, jetzt laber Cookie auf Schildi und dann ist das in Ordnung. Wie lösen wir dieses Problem? Das einfachste Rätsel in der Welt. Vielleicht nicht das einfachste Rätsel, aber Moment. Ist nicht, dass ich es wirklich falsch mache, ne? Ne, das müsste passen. Oder? Oder? Scheiße, mache ich es jetzt falsch oder richtig? Oh! Nein, das passt. Das passt. Boah, ich hatte echt für einen kurzen Moment Angst, ich verkacke das Ding, ne? Muss das sein? Ich meine, ich kann mich zwar ungefähr erinnern, wie das hier aussieht, glaube ich, weil das mit dem Original gelassen sein, aber das muss trotzdem nicht sein. Ja, hier irgendwo wird es sein. Hoffe ich. Hallo? Hallo? Da ist was, ja.
Okay, ich hab's irgendwie im Dunkeln rausgekriegt, wo ich hin muss. Das ist doch klasse. Es surprises me, blablabla. Dann Boss-Time. Es ist eine Boss-Time. Aber die Musik ist so geil, da muss man einfach mitdancen, ne? Oh, wie gut, dass ich Schildi fordere, dass mir das hier voll egal sein kann. Da fängt er mit einem Aerodactyl an, will mir wahrscheinlich schon jetzt Angst einjagen und der weiß gar nicht, dass ich voll die Gegenmaßnahme parat habe. Vierfach Schaden. Ist das nicht vierfach Schaden? Weiß ich nicht. Egal. Wir kommen auch so gut durch. Doppelter Eisberg macht das schon. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, wenn vom Namen Eisberg ein ganzer Eisberg auf das Pokémon drauf fliegt. Oh yeah. Da ist Schildi gleich mal drin, warum nur? Etwa weil mich schon als Kabutops an diesem Traveler, also diesem Wanderer so genervt hat. Nein. Oh, das ist shit. Das ist shit. Das auch. Ja, das wird's hundertprozentig. Ist es kein Bodentyp, oder? Das heißt, ich könnte, glaube ich, Schockwort sogar verwenden. Ja. Der Grund, warum ich etwas Schockwort gehe, ist simpel. Schockwort ist gut mit. Kann gute reinhauen. Und ich möchte hier auch viel Schaden gleich drin haben. Das ist ein Wasser-Pokémon? Was? Wieso war das gerade sehr effektiv? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Und was ist Karakosta? Ich habe keinen Plan, was das ist. Ehrlich nicht. Das klingt aber auch nach einem Wasser-Pokémon wie Kosta, wie die Küste oder was? Okay. Grüß die Meeresbewohner schön unten. Bye bye, Karakosta. Oder wenn wir es richtig Englisch aussprechen wollen, wahrscheinlich Karakosta. Das war super easy. Ja, das hast du offensichtlich. Mach mal bitte ein bisschen hin, ich möchte in dem Part noch was anderes machen. Schön. Ja, der Dorf ist jetzt. Oh, wie schnell die angerannt kommen. Bla bla bla. Was? Oh nein, wie kann das sein? Oh nein. Oh, Secret, oh nö. Ja, halt doch mal die Klappe, ich will eigentlich noch was ganz anderes in diesem Part absolvieren. Schön. Können wir uns jetzt hier rausporten? Nee, natürlich nicht. Schön, Team Aqua, blauer auch. Try too many times, thank you to the trainer, wonderful heart. Ja, ich zähle auf dich, wow, du hast mich überrascht. Victory Road. Wollte mir nicht wenigstens. Übrigens, die Grafik ist gerade noch schlecht, aber keine Sorge, die wird sich noch ändern. Ich nehme nur wieder so auf, dass sich die wahrscheinlich im Verlauf noch ändern wird. Jetzt muss ich auf meine schlaue Dings hier gucken. Ich habe mir nämlich viel aufgeschrieben, wo ich was machen kann. Und das werde ich jetzt auch schnell noch erledigen. In diesem Part. Da werden wir jetzt alle Taucherorte schnell noch absolvieren, so gut es geht. Das meine ich ernst. Ich habe nämlich in mühevoller Arbeit eine Stunde lang mir angeguckt, wie man die ganzen Taucherorte, die ich jetzt so angucken kann, absolviert. Ich habe mir wirklich eine Liste jetzt gemacht mit allen Taucher, super. Mit allen Taucherorten. Und das werden wir jetzt auch schnell machen. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie hin. Wo ist die Stelle? Wo ist die denn? Ah, ich bin falsch! Nein! Ich bin hier falsch. Moment, hatte ich den Trainer überhaupt schon mal? Nein! Auch sehr schön. Gut! Dann machen wir jetzt eben keinen Taucherort, dann kämpfen wir jetzt gegen einen Trainer, den ich übersehen habe, auch nicht schlecht. Oh je. Wo kommst du denn her? Jetzt mal ernsthaft, wie konnte ich den übersehen? Was ist das für einer? Schon wieder irgendeinen Trainer übersehen, ne? Sowas Dummes auch. Dumm. Ja, das ist so dumm. Vor allen Dingen, ich nehme jetzt hier auf, ne? Am Montag um 13.26 Uhr kam gestern sehr spät heim von der Party. Hab so 5 Stunden zurückgefahren, das tue ich mir das Spiel an. Wo ich war, ja, ich war auf so einer Geburtstagsvorfeier von jemandem. Ich glaube, da waren noch 10 andere Leute sogar, wenn ich das richtig gezählt habe. Und was haben wir so gemacht? Wir haben, ja,
ein paar Spiele gespielt vor allem. Da gab es so ein Spiel, das hat jemand gemacht, das hieß Verkaufsgenies. Da mussten wir, wie ging das Spiel nochmal? Ich habe schon wieder die Regeln vergessen. Aber wir haben auch noch andere Spiele gespielt, wie Super Mario Bros. 3D, das ist ja neu. Und Smash Brothers oder wie das heißt, Smash Brawl oder keine Ahnung. Wieso habe ich hier so viele Tränen übersehen? Das war auf jeden Fall ganz nett. Da gab es aber noch irgendjemanden, der hat so ein Anime-Kissen. Ich weiß ja nicht, also das ist so ein großes Kissen, da ist eine Anime-Figur drauf. Da gab es jemanden, der hat das mitgenommen in so ein Restaurant. Da habe ich mir auch gedacht, what the fuck geht denn jetzt ab? Aber jeder wie er mag, ne? Ich frage mich auch die ganze Zeit gerade auch so Schockwolz vor. Ne? Aber ja, ich fühle so viel gerade irgendwie über den Sonntag, so, den ich erlebt habe, dass ich hier völlig vergesse, was passiert. Schockwolz sollte eigentlich schon längst von der Spitze runter. Na, jetzt kannst du auch drin bleiben eigentlich, oder? Ja, verrückt drin, das ist mir jetzt auch egal. Schockwolz, bleib einfach mal drin. Ja, machen wir weiter. Sag mal, wo bin ich hier eigentlich gerade? Ich hab's komplett nicht bemerkt, wo ich gerade mich aufhalte. Ich mach dann irgendwelche random Trainer hier fertig. Fisherman Henry. Wie konnte ich diesen Platz übersehen? Gott, wow. Wo bin ich hier? Was habe ich hier gemacht? Ich will von Item Finder noch einsetzen. Nee. Wenn du noch. Ich bin ein Angler-Typ. Noch drei natürlich. Ja. Ich sag glaube ich in dem Part verdammt oft natürlich. Natürlich. Ich habe euch nicht eingeplant in meine Taucher-Visite, muss ich jetzt auch gestehen. In dem Part wollte ich mal wieder zum zweiten Mal jetzt ursprünglich Taucherorte abgrasen. Und jetzt kämpfe ich zum zweiten Mal gegen Trainer, die ich vergessen habe. Es ist ein Running Gag dieses LPs in gewisser Weise. Oh, was ist da hinten los? Oh, der Müll war. Oh. Vielleicht habe ich mich gerade komisch angehört. Das liegt daran, dass ich mich mit dem Kopf zur Seite gedreht habe, weil hier gerade so ein Müll war mit blinkender Sirene oder mit blinkendem Licht rumgefahren ist. Das hat mich irritiert. Troppelmann, ich rufe an wegen der Mülltrennung. Auch ihre Briefe gehören übrigens in die andere Tonne. Das hat jetzt wahrscheinlich kaum jemand verstanden, was ich damit meinte, aber ich musste den Gag jetzt reißen für ein paar meiner Stammzuschauer, die ihn sicherlich verstanden haben. Wo bin ich? Was ist das? Es ist mir jetzt Schleier, wo ich hier gerade mich aufhalte, aber... Ja, so oder oben irgendwie. Können wir jetzt wenigstens noch ein, zwei Taucherstellen machen in dem Part? Ja, die erste haben wir hier gleich. Dann werde ich die Taucherstellen wahrscheinlich teilen müssen, dass wir die andere Hälfte im nächsten Part machen. So ist das nun mal. Was soll's? Tauchen wir erstmal hier. Und diese schöne Grafik können wir uns jetzt jedes Mal angucken. Ich muss auch erstmal wieder hochtauchen, um zu sehen, wo es überhaupt war. Oh je. Yeah. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, das war oben irgendwo. Wenn ich mich nicht täusche, dann mussten wir so tauchen in irgendeiner Weise. Ich schneide das raus, wenn es zu lange dauern sollte. Ja, hier ist was, aber ich bin mir sicher, dass es wieder der Anfang. Wie recht die doch haben. Es macht so viel Spaß, nicht so wissen, wo man ist. Ah, hier ist der Ausgang. Yeah, ich hab's irgendwie rausgekriegt. Und das alles nur für, dass wir nicht mal richtig rumsurfen. Das alles nur für ein Item. Wo ich noch halt im Stein stecken bleibe, what the fuck. Carbon. Kann sehr nützlich sein, das war auf jeden Fall das hier. Als nächstes surfen wir zu Route AC, was auch schon zugleich der letzte Zwischenstopp für mich in diesem Part ist. Die nächsten Taucherorte, das sind noch 4 an der Zahl, mache ich dann beim nächsten Part. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, bis ihr auch die anderen Taucherorte noch von ihrer Schönheit sehen könnt unter Wasser. Warum schneit es hier so lange? Ich war schon weit weg von dieser Schneeinsel. Da entdeckte ich einfach mal Wunder Island.
zur Erklärung, im Originalspiel gab's auch rechts von Flossbon Wunder Island. Und ich bin gerade auf Wunder Island. Gibt's denn sonst noch irgendwas? Dann mache ich jetzt natürlich keinen Taucherort mehr. Und guck mir an, wo ich jetzt gerade gelandet bin. Schnuthelm. Das ist jetzt einfach Wunder Island. Interessant. Ist doch ganz schick hier. Ich glaube, das nehme ich sogar als Thumbnail, oder? Wenn man schon mal so eine Entdeckung gemacht hat hier. Und ich muss traurigerweise gestehen, ich glaube, im Originalspiel habe ich nie einmal Wunder Island entdeckt. Von mir. Schneit es gerade? Wenn ja, dann müsstest du dich ja eigentlich verwandeln, oder? Ich will einfach mal die Schneeform sehen. Bäm, mach mal die Schneeform bitte. Nee, das sollst du nicht machen. Das war jetzt ungefähr das, was ich sehen wollte, aber nicht das Richtige. Jetzt geht er mich noch direkt ein. Nee, tschüss, Formeo. Okay, dann stelle ich mich jetzt mal hier vorne hin und beende den Part. Beim nächsten Mal sehen wir dann die restlichen Taucherorte. Bis dann, tschüss.